Kann man in Audacity eigentlich auch mit zwei USB- oder Klinkenmikrofonen aufnehmen? Und zwar gleichzeitig und auch nur so, dass jede Aufnahme auf einer separaten Spur landet, damit ich diese auch separat nachbearbeiten kann? Ich meine, mit einem Audio-Interface oder Mischpult, da ist die Sache relativ eindeutig. Wie das geht, habe ich übrigens in einem anderen Video gezeigt, das ich dir hier oben irgendwo mal verlinke. Aber wenn du USB-Mikrofone hast oder vielleicht auch eines mit einem solchen kleinen Klinkenstecker, dann funktioniert das nicht so ohne weiteres, weil du in Audacity ja nur ein Aufnahmegerät auswählen kannst. Wie man diese Einschränkung umgehen kann, genau das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Und wir starten direkt. Bevor wir uns gleich das Ganze in Audacity angucken, möchte ich dir ganz kurz zeigen, mit was ich das Ganze hier mache. Ich habe einmal ein einfaches USB-Mikrofon, wird eben einfach per USB mit dem Rechner verbunden. Und weil ich kein zweites USB-Mikrofon habe, nutze ich einfach ein solches Ansteckmikrofon. Das hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das Ding würde ich natürlich nicht benutzen für eine Aufnahme, weil die Qualität einfach mies ist, wenn ich das einfach an meinen Rechner hinten anstöpsel. Aber für die Demonstration reicht das. Und wie wir jetzt die beiden Geräte zusammenfassen und in Audacity aufnehmen können, das schauen wir uns jetzt am Rechner an. Beide Mikrofone sind nun angeschlossen und ich könnte sie hier in Audacity unter Aufnahmegerät auswählen. Da wäre einmal das Samson Q2U, das ist das USB-Mikrofon. Und das kleine Ansteckmikrofon habe ich einfach mit der Onboard-Soundkarte verbunden. Das wäre dann hier der Eingang High Definition Audio. Das Problem ist ja jetzt hier, dass ich eben nur das eine oder das andere Mikrofon auswählen kann, aber eben nicht beide. Und genau dafür gibt es verschiedene Softwarelösungen. Ich nutze ganz gerne VoiceMeter und ich zeige dir jetzt, wo du das runterladen kannst, wie man das Ganze dann einstellt und schlussendlich dann eben auch in Audacity aufnehmen kann. Das hier ist die offizielle Website von VoiceMeter. Den Link dorthin findest du auch in meinem Blogartikel, den ich dir unter diesem Video verlinkt habe. VoiceMeter gibt es in drei verschiedenen Versionen. Einmal hier, das ist die Standardversion, die auch geöffnet wird, sobald man die Seite betritt. Dann gibt es noch die Banana und Potato Version, die sind ein bisschen umfangreicher. Für unser Vorhaben reicht die kleine Version. Und hier unten findet man den Link, einfach runterladen und installieren. Nach der Installation ist nochmal ein Neustart vonnöten, aber dann kann es auch schon losgehen. Wenn du VoiceMeter das erste Mal öffnest, dann sieht die Oberfläche so aus. Bevor wir uns die Einstellung im Einzelnen anschauen, vielleicht mal so zwei, drei Sätze, damit man das ganze Prinzip, was jetzt dahinter steckt, besser versteht. Das Ganze hier ist aufgebaut oder zumindest in etwa so aufgebaut wie ein Mischpult. So kann man sich das jedenfalls vorstellen. Wir haben hier einen Eingang, den wir für unser erstes Mikrofon nutzen werden. Hier einen zweiten Eingang, den wir für das zweite Mikrofon nutzen werden. Und auf dieser Seite befinden sich die Ausgänge. Es gibt zwei Ausgänge, einmal hier diesen Main-Out, den werden wir gar nicht nutzen. Ich zeige auch gleich, warum das so ist. Und wir haben den Virtual-Out B, den werden wir nutzen, denn das ist unser virtueller Ausgang, den wir von hier rüber nach Audacity schicken, um praktisch das, was hier passiert, dann in Audacity aufnehmen zu können. Was wir hier als erstes machen, ist Folgendes. Hier bei Hardware Input 1 wählen wir unser erstes Mikrofon aus. Das ist in meinem Fall hier das Samson Q2U. Unter Hardware Input 2 nehme ich einfach das zweite Mikrofon. Das ist bei mir, ja, wo habe ich es? Hier der Eingang, High Definition Audio. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir auch noch unser Ausgabegerät auswählen, auch wenn wir das eigentlich gar nicht brauchen. In meinem Fall ist das mein Interface. Und jetzt höre ich mich schon doppelt. Deswegen mache ich gerade mal die Monitoring-Funktion aus. Das ist nämlich hier dieser Ausgang A. Die kann man einfach an- und ausschalten, indem man diese Buttons anklickt. Das machen wir einfach bei beiden Eingängen, also bei beiden Mikrofonen. Und dann kommt an dem Hauptausgang nichts mehr an. Wie man sieht, tut sich hier auch schon was. Die Pegelanzeigen links und rechts schlagen aus.
Das ist jetzt einfach der Eingangspegel von den beiden Mikrofonen. Also wenn ich jetzt hier mal gezielt in das eine Mikrofon reinspreche, dann schlägt er hier stärker aus. Das andere Mikrofon liegt genau daneben, deswegen schlägt das ähnlich stark aus, aber ich halte es mir jetzt mal direkt an den Mund. Man sieht dann, dass es dann nochmal deutlich stärker ausschlägt. Und auch bei dem virtuellen Ausgang sieht man hier den Pegel ausschlagen. Das ist letztlich das Signal, was wir an Audacity schicken werden und dort dann auch aufnehmen wollen. Eine Kleinigkeit muss jetzt hier noch eingestellt werden. Das ist wichtig, weil wir ja die Mikrofone auf getrennten Spuren haben wollen. Müssen wir einfach dafür sorgen, dass das eine Mikrofon über den einen Kanal läuft und das andere Mikrofon über den anderen. Und das funktioniert hier sehr einfach, indem man auf dieses Feld klickt, und zwar mit der rechten Maustaste. Dann verändert sich hier dieses Bedienfeld. Und dann nehme ich einfach hier dieses kleine Viereck und ziehe das in die linke Ecke. Man sieht das hier dann auch an der Pegelanzeige, dass dann nur noch hier der linke Kanal ausschlägt. Das gleiche mache ich hier bei dem anderen Mikrofon und ziehe das Viereck in die rechte Ecke, sodass dann hier der rechte Kanal ausschlägt. In Audacity kann ich dann einfach eine Stereoaufnahme starten und dann landet das eine Mikrofon auf dem linken und das andere auf dem rechten Kanal. Hier bei dem virtuellen Ausgang sieht man das auch nochmal. Die Pegel sind jetzt unterschiedlich hoch, das ist ganz klar, aber man sieht, die beiden Mikrofone sind jetzt mehr oder weniger voneinander getrennt. Das war im Grunde genommen schon alles, was wir in VoiceMeter einstellen müssen. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass beide Mikrofone auf dem virtuellen Ausgang landen. Das eine Mikrofon auf dem linken und das andere Mikrofon auf dem rechten Kanal. Und diesen virtuellen Ausgang können wir jetzt in Audacity als Aufnahmegerät, also als Eingang praktisch auswählen und haben damit diese fehlende Funktion praktisch ausgeglichen und können unsere beiden Mikrofone wunderbar aufnehmen. Und die Einstellung in Audacity, das ist jetzt wirklich nur noch ein Klacks, die schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Als erstes wähle ich in Audacity den Audio Host bzw. Rechner aus. Normalerweise hat man damit die besten Ergebnisse. Es kommt immer mal wieder vor, dass das Probleme macht, dann einfach wieder zurück auf MME beispielsweise einstellen. Und als nächstes nehme ich dann das Aufnahmegerät und zwar, wie vorhin schon gesagt, VoiceMeter Output. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich den richtigen nehme. Ja, das hier müsste der richtige Ausgang sein. Den wähle ich jetzt hier aus. Und was ich auch noch einstellen muss, ist, dass ich mit zwei Kanälen aufnehme, also eine Stereoaufnahme haben möchte. Um jetzt zu gucken, was hier ankommt, kann ich einfach mit der rechten Maustaste hier auf diese Pegelanzeige klicken und sagen Überwachung starten. Und dann sehe ich hier auch schon die Pegelanzeige fröhlich ausschlagen. Die Pegel schlagen unterschiedlich stark aus. Das ist ein gutes Zeichen. Das deutet darauf hin, dass wir dann auch mit den zwei verschiedenen Mikrofonen arbeiten. Wenn ich direkt in das Samson reinspreche, sehe ich, dass das der obere Balken ist. Dementsprechend ist das kleine Ansteckmikrofon der untere. Und schon ist es Zeit für die erste Testaufnahme. Dazu klicke ich hier einfach auf Aufnahme. Die Spur wird automatisch angelegt. Es ist eine Stereospur, wie man sieht. Und die obere Spur ist jetzt mein USB-Mikrofon, die untere Spur ist mein Ansteckmikrofon. Ich werde jetzt einfach mal was da rein erzählen. Ich spreche jetzt einfach mal direkt in das USB-Mikrofon und was fällt mir gerade ein? Ach ja, genau. Meine Oma arbeitet fürs FBI, deswegen nennen wir sie jetzt nur noch Top Secret. Und jetzt das Ganze auch nochmal mit dem Ansteckmikrofon. Wie heißt ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. So, die Aufnahme stoppe ich jetzt. Und wenn ich hier jetzt mal ein bisschen rauszoome, dann sieht man schon, dass wir hier unterschiedliche Ausschläge haben, so wie man es erwartet. Hören wir einfach mal rein, was Audacity jetzt hier aufgenommen hat. Ich spreche jetzt einfach mal direkt in das USB-Mikrofon. Und was fällt mir gerade ein? Also wie man gehört hat, es ist schon was angekommen. Was ebenfalls auffällt, ist, dass das eine Mikrofon hier oben, das USB-Mikrofon, nur über einen Kanal ausgegeben wird. Ich spreche jetzt einfach mal direkt in das USB. Das erste, was ich jetzt machen würde, ist, dass ich hier in diesem Bereich mit rechts klicke und dann sage Stereo zu Mono aufteilen. Das führt einfach dazu, dass aus der Stereospur zwei separate Monospuren gemacht werden.
und die lassen sich dann natürlich auch separat bearbeiten. Die untere Spur mache ich jetzt einfach mal stumm und wir hören mal rein, wie die Aufnahme mit dem USB-Mikrofon klingt. Ich spreche jetzt einfach mal direkt in das USB-Mikrofon und was fällt mir gerade ein? Gut, funktioniert. Das gleiche jetzt nochmal hier unten. Mit dem Ansteckmikrofon. Wie heißt ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Gut, also auch das funktioniert wunderbar. So, was jetzt natürlich noch auffällt, ist, dass meine Sprache natürlich von beiden Mikrofonen aufgenommen wurde. Das ist ganz klar, ich habe das hier sehr nah beieinander liegen bzw. stehen. Wenn man jetzt ein Interview beispielsweise produzieren würde oder man würde eine Podcast-Folge von mir aus aufnehmen mit zwei Mikrofonen, dann müsste man das Ganze ein bisschen so platzieren, dass man sich nicht gegenseitig in das Mikrofon reinquatscht beziehungsweise möglichst wenig reinquatscht. Man kann die Sprechpausen natürlich auch separat entfernen. Also nehmen wir mal an, hier wird gerade gesprochen. Dann könnte ich hier unten reinklicken und den Clip teilen. Das gleiche würde ich dann hier vielleicht machen. Und dann kann ich diesen Teil nehmen und entfernen, sodass wirklich nur dieser Teil dann gehört wird. An dieser Stelle müsste ich dann genau umgekehrt machen. VoiceMeter bietet dafür auch noch eine interessante Einstellung, die ich ganz gerne nur kurz zeigen möchte. Und zwar hier unter Audibility gibt es einen Drehregler. Und das ist ein Multifunktionsding. Es ist auf jeden Fall auch eine Art Noise Gate mit drin. Das heißt, dass dieser Ausgang einfach stumm geschaltet wird, wenn ein gewisser Grenzwert nicht erreicht wird. Also ich versuche das jetzt einfach mal so zu demonstrieren. Ich sage jetzt mal gar nichts und wir schauen, dass dieser Pegel hier erstmal runterfällt. Und wir sehen aber jetzt, ja jetzt nicht mehr, aber vorhin, jetzt gerade haben wir gesehen, dass der Pegel eben nicht komplett auf Null fällt, sondern hier unten noch so ein bisschen rumzappelt. Das liegt einfach daran, dass das Mikrofon auch ein Eigenrauschen hat und andere Geräusche mit aufnimmt. Und genau das kann man verhindern, indem man hier dieses Noise Gate benutzt. Ich stelle das jetzt einfach mal auf 2 und lasse den Pegel hier nochmal runterfallen. Diesmal fällt er komplett bis auf Null runter, wird aber natürlich sofort wieder aktiv, weil das Mikrofon direkt vor mir steht. Wenn man diese Noise Gates hier geschickt einstellt, dann kann man dafür sorgen, dass die Mikrofone möglichst nur dann etwas aufnehmen, wenn derjenige, der das Mikrofon gerade benutzt, auch tatsächlich spricht. Also praktisch, dass Mikrofon 2 möglichst so lange stumm bleibt, wie niemand reinspricht, damit eben das, was bei Mikrofon 1 gesagt wird, nicht über Mikrofon 2 aufgenommen wird. Da muss man ein bisschen rumprobieren, wie das funktioniert. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt in Audacity aussehen würde. Ich lösche die Spuren nochmal raus und starte eine neue Aufnahme. Das kleine Ansteckmikrofon lege ich jetzt mal ein bisschen an die Seite und das USB-Mikrofon spreche ich mal von etwas weiter weg ein. Okay, das scheint noch nicht auszureichen. Gut, das kleine Lavalier-Mikrofon ist ziemlich empfindlich. Eins, zwei, drei, Test. Okay, jetzt scheint es so. Jetzt spreche ich direkt in das USB-Mikrofon. Man sieht, dass nur der obere Pegel ausschlägt. Ja, jetzt war der untere gerade auch nochmal da. Also wie gesagt, das ist ein bisschen Feintuning. Aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich spreche jetzt direkt in das Ansteckmikrofon. Ja, jetzt hat das Samsung gerade auch nochmal ausgeschlagen. So, nochmal ein bisschen höher gemacht. Ja, jetzt scheint es ganz gut zu funktionieren. Also, jetzt spreche ich gerade in das Ansteckmikrofon und wir sehen auch nur unten den Ausschlag, genauso wie es sein soll. Die obere Spur ist komplett aus. Und jetzt nochmal umgekehrt. Jetzt spreche ich in das USB-Mikrofon und wie man sieht, das Ansteckmikrofon bleibt stumm. Also genau so, wie man es haben möchte. Hier auch nochmal sehr schön zu erkennen.
Hier oben wird gesprochen, da unten ist es einigermaßen still geblieben. Ja, hier habe ich die Einstellung dann nochmal geändert und da hat es schon besser funktioniert. Wie gesagt, es ist ein bisschen Rumprobiererei, aber es funktioniert ganz gut. Hören wir nochmal ganz kurz rein, ob sich das klanglich irgendwie verändert hat. 1, 2, 3 Test, 1, 2, 3 Test, okay. Jetzt scheint es so, jetzt spreche ich direkt in das USB. Jetzt ist auch sehr schön zu hören übrigens, dass der Sound nur über einen Kanal kam. Deswegen auch nochmal hier Stereo zu Mono aufteilen. Dann wird die Ausgabe wieder, also abgesehen davon, dass es zwei separate Spuren sind, erfolgt dann die Ausgabe jeder Spur über beide Kanäle, damit ich auch über beide Lautsprecher was höre. 1, 2, 3 Test, 1, 2, 3 Test, okay. Jetzt scheint... So, das klingt wunderbar und dann machen wir das Ganze auch nochmal in diesem Bereich, wo nur das Ansteckmikrofon zu hören ist. So, nochmal ein bisschen höher gemacht. Ja, jetzt scheint es ganz gut zu funktionieren. Also, jetzt spreche ich gerade in das Ansteckmikrofon und... Okay, perfekt, funktioniert das Ganze. Wie man gehört hat, ist die Qualität nicht besonders gut. Die obere ist ziemlich gut. Das liegt einfach daran, dass das obere Mikrofon, das USB-Mikrofon, grundsätzlich eine deutlich bessere Qualität liefert und auch der Anschluss deutlich besser ist, während hier der Anschluss an der Onboard-Soundkarte in der Regel keine guten Ergebnisse liefert. Unter diesem Video habe ich dir einen Artikel auf meinem Blog verlinkt. Da findest du nochmal alle Informationen zusammengetragen, unter anderem auch dann die Download-Links. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Like da, darüber würde ich mich sehr freuen. Falls irgendwas nicht funktioniert hat oder du noch Fragen hast, dann schreib's gerne in die Kommentare, da lese ich auch immer fleißig mit und helfe dir da auch sehr gerne weiter.